Hi, wie versprochen geht's weiter. Heute geht's darum, der dieses braucht oder brauchte. Bis gleich. Moin Moin, der Wolfgang von Brabant Berlin ist wieder da. Es ist Freitag. Das nächste Video kommt und wie versprochen machen wir die Geschichte über einen Labby, der ja dummerweise seine Halterin gebissen hat und das mehrfach. Heute geht es um den Paul. Paul, komm mal her. Wir müssen ja auch mal zeigen, ne? Na komm, Paul. Das ist Paul. Ja? Das sieht gar nicht schlimm aus, oder? Ist ein netter. Ja, bleib mal hier. Mach mal Sitz. Sitz. Ist netter, den kennen wir schon von klein auf. Der war bei uns in der Welpengruppe, der war im Junghundekurs, der ist bei uns in der Spaßbande, samstags immer zum Auslassen. Paul, bleib mal hier. Also der war als Welpe schon sehr nett, hat auch sehr nette Halter, die sich wirklich um ihn kümmern, die mit ihm ganz viel unternehmen. Er war als Junghund schon so ein bisschen komisch ab und zu mit anderen Hunden. Er ist so ein sehr, sehr dominanter, sehr forscher Typ. Ein kleiner Macho war er in der Junghundphase. Aber da haben sie eigentlich ganz gut dran gearbeitet. Er wurde auch sehr gut erzogen. Also der macht Tricks, der kann ganz viel. Der ist halt ein bisschen verschmust, ist er auch, ne? Ein bisschen streicheln ist super. Ja, Futter ist auch super. Ist ein Labby. Jetzt ist er mittlerweile 6. Und in der Pandemie, also ein bisschen vor der Pandemie, fing das schon an, dass der halt mit anderen Hunden überhaupt nicht konnte. Also er ist so ein sehr Einzelgänger, spielt auch nicht, ist immer auf die Halter fixiert, er will immer beeinflusst werden, will immer Kommandos bekommen. Das heißt, er ist immer so, sitzt vor einem und wartet darauf, dass was passiert. Das macht er zu Hause, das macht er unterwegs. Ja, woran liegt das? Bist du ein Einzelkind? Er ist ein Einzelkind. Die haben ihn so ein kleines bisschen verhätschelt. Ja, er ist halt vermenschlicht worden. Ja, und das hat er eben ganz deutlich auch gezeigt. Ne? Also wenn seine Halter mit ihm unterwegs sind an der Leine, er hat so eine gewisse Leinenaggression. Wenn er so einen kleinen Impuls kriegt, den schießt er nach vorne, dann ist er immer und tut so, als wenn mir gehört die Welt. Das ist natürlich dumm in Berlin. In Berlin ist es eben ganz schwierig mit anderen Hunden. Wir haben hier, ich glaube, gefühlt eine halbe Million Hunde, aber ich glaube, es sind 150.000 Registrierte. Ja, und da ist es natürlich ein bisschen blöd. Jetzt haben die Halter aber Folgendes gemacht. Sie sind ganz viel mit ihm alleine unterwegs. Ne? Die wandern gerne. Der hatte halt eben auch keinen Hundekontakt, außer samstags in der Hundegruppe, in der Spielgruppe. Aber da war er eben auch fixiert auf Halter oder Halterinnen. Ne? Wenn er denn mal spielen durfte, dann gab es schnell auch mal eine Hauerei, sodass wir ihn dann rausnehmen mussten. Habe ich immer gesagt, komm, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Und das wurde dann aber nicht wirklich gemacht. Er wurde halt mehr rausgenommen. Ne? Und ihr wisst, wenn man Druck aufbaut, erzeugt es Gegendruck. Also es war nur eine Frage der Zeit, bis es da zu einer Explosion kommt. Und die Explosion ist eben das gewesen, das er geschnappt hat. Warum hat er das gemacht? Weil er nie eigene Entscheidung getroffen hat. Es wurden immer vom Halter die Entscheidung getroffen. Es wurden immer Kommandos gegeben für alles. Es wurde das Knurren, das Bellen, das auch sich zeigen, das Aggressionsverhalten, was ja normal ist. Aggression ist völlig normal. Unter Hunden, die kommunizieren auch so. Ein gewisses Aggressionspotenzial hat jeder Hund. Es sind Tiere, die müssen das einfach haben. Und das wurde bei ihm immer unterdrückt. So, das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja, dann kommt das irgendwann mal zum Ausbruch, wenn der Halter keinen Einfluss mehr drauf hat. Was ist denn passiert zu Hause? Ja, ich kann es so ganz genau gar nicht beschreiben. Ich kriege von den beiden noch ein Video dazu. Die haben sich bereit erklärt, mir da ein kleines Interview oder ein Statement abzugeben. Also einmal weiß ich, es ist auf der Treppe passiert. Da wurde Paul zur Seite gedrängt von der Halterin. Also er wurde so ein bisschen eingegrenzt und ist nach vorne geschossen. Ne? Hat sich einfach gewehrt und sein Wehren war ein Biss. Ne? Er muss sehen, dass das verboten ist.
Und dann wurde es nochmal, war nochmal eine Situation. Und dann die schlimmste Situation war dann irgendwie, glaube ich, haben sie zu Hause gelegen und der hat gekuschelt. Und dann fand er das Kuscheln irgendwann blöd und haben sie scheinbar die Signale nicht gesehen. Und er hat gesagt, ich will jetzt nicht mehr kuscheln und hat dann zugeschnappt. Und dann gab es eine Verletzung am Arm, die dann doch heftiger war, sodass die Halterin ins Krankenhaus musste und war wohl auch eine Woche im Krankenhaus oder 5 Tage. Ja, also nicht so schön. Und dann kam das Thema einfach auf, was mache ich mit dem Hund? Also ich kann den nicht mehr zu Hause halten, weil der Halter selber ist ständig unterwegs, der arbeitet in einer anderen Stadt. So die Hintergrundgeschichte. Ne? Dann haben die sich wirklich intensiv bemüht um einen Platz für ihn. Haben mich auch angerufen, gefragt, ob es was gibt. Nun war dummerweise oder glücklicherweise, wie man es will, Pandemie. Es gab halt keine Plätze für solche Fälle. Und sie wollten halt gerne was haben, wo er gut aufgehoben ist, wo er auch Anschluss hat mit Haltern und mit Hunden, wo er also halt ein normales Leben führen kann, was es denn aber nicht gab. So, dann habe ich das Ganze nochmal Revue passieren lassen. Wir haben uns dann unterhalten und haben uns kurz geschlossen und haben gesagt, dann haben sie beide beschlossen, also sie haben eine Woche überlegt, dass sie ihm nochmal eine Chance geben und das Training nochmal aufnehmen und das Training intensivieren. Das haben sie dann gemacht. Wir haben dann uns wirklich im Einzeltraining getroffen und jede kleinste Bewegung analysiert. Das Erste, was sie gemacht haben, ist das hier. Ja. Da. Beißkorb. Ganz wichtig. Der Selbstschutz geht immer vor allem. Also wenn ich einen Hund habe, der reaktiv ist, der also auf irgendwas reagiert, was ihm nicht passt, der muss ich mich erstmal selber schützen. Das war für die Halter ein Riesenproblem. Weil wir haben da schon ewig drüber gesprochen. Ich sage, verpasst dem doch mal einen Beißkorb, einen Maulkorb. Und dann lebt ihr ruhiger. Das haben sie aber nie gemacht. Und jetzt mussten sie. Das Training hat mit ihm da auch eine Weile gedauert. Ne, Paul? Hast du jetzt eine Weile gedauert mit dir, mit dem Korb? Ja, ne, fandst du doof. Komm mal hoch. Und jetzt machst du, jupp, Nase rein, alles gut. Ne? Jetzt geht das super. Oh, guck mal, kann man die ummachen. Jetzt lässt du das alles mit sich machen. Er schläft sogar mit dem Ding. Und er kriegt auch Leckerli dadurch. Es hat allerdings eine Weile gedauert. Also die haben, glaube ich, insgesamt 2 Monate gebraucht, dass Paul damit auch geschlafen hat. Ja, also der kann jetzt damit schlafen, der kann sich damit bewegen. Wir haben hier in der Hundegruppe länger gebraucht. Das war nämlich der nächste Schritt dazu, dass Paul resozialisiert wird. Also dass er den Kontakt mit Hunden wieder bekommt. Und er nicht selber die Entscheidung trifft, sondern er da langsam rangeführt wird. Ja, ich mache ihn wieder ab, alles gut. Ja, brauchst du, wedelst du mit dem Schwanz, ne? Gefällt dir das? Ja, weil du hier bist, ne? Ja, ja. Und dass er halt Hundekontakt bekommt und feststellt, dass nicht alle Hunde doof sind. Dass man mit denen auch spielen kann. Also er hat bei uns die ersten, ich glaube 4 Monate war es, immer den Beißkorb getragen. Er hat zu Anfang auch Schleppleine dran gehabt. Weil man nie wissen, sicher sein konnte, was macht er nun wirklich? Geht er los? Begrenzt er alle? Ja, ich weiß, du willst jetzt gestreichelt werden, ich möchte jetzt aber gerade nicht mehr. So, das ist nämlich so typisch. Ne? Ich will, nee. Ja? Und dann bekommt er, so, ist er gleich nervös. Gesehen? Stress. Psst. Will ich aber. Ich will gestreichelt werden. Ja, Sheldon. Dann haben wir daran gearbeitet und siehe da, so nach 4 Monaten wurde es immer weniger. Also ich habe den Beißkorb mal abgemacht, dann durfte er mal mit in die Gruppe so laufen, ohne den Korb, auch ohne Schleppleine. Dann wurde es immer weniger. Also heute ist es so, dass die Halterin uns den Hund bringt zum Auto und er bei uns gar keinen Beißkorb mehr hat. Also er braucht ihn nicht mehr, weil er auch kontrollierbar ist. Also ich kann, wenn ich ihm sage, ey, das war's, ne? Habt ihr gesehen, kommt sofort der Kopf, du darfst das nicht, dann versteht er das. Er ist aber auch hier Hund. Ne? Also er darf Hund sein. Er hat jetzt seit 1,5 Monaten, also das Ganze geht seit Januar. Wir sind jetzt 2021, jetzt haben wir Dezember 2021. Seit Januar sind wir dabei und seit 1,5 Monaten, das muss man sich vorstellen, der Hund ist 6 und ein bisschen. Seit 1,5 Monaten weiß der, wie man mit anderen Hunden spielt. Wir waren völlig perplex, dass es mit einmal ging. Der hat die Spielaufforderungen gezeigt, die normal sind. Er hat sich gedreht, er hat dieses
weiche Gesicht gemacht, dieses Clownereien, dieses Rumrennen, Rumspringen, was er vorher nie gemacht hat. Der saß halt immer vor uns, wie vorm Halter. Sag mir, was ich zu tun habe, ich mach's. Ich mache eine Pirouette, ich spiele toter Hund, ich mache Sitz, ich mache Platz, ich mach's. Und jetzt macht das halt von sich aus. Er fordert auf zum Spielen. Er rennt, er macht, er tut, ohne Probleme. Das ist ein Riesenerfolg. Also ich sehe das so, das ist ein Riesenerfolg. Ein Hund, der fast abgegeben wurde, ist jetzt in der Hundegruppe, auch wenn er die jetzt natürlich mittlerweile alle kennt, und spielt. Ja, ganz einfach, ganz normal. Da haben die Halter sehr, sehr viel gearbeitet, auch sehr gut gearbeitet. Ist aber noch nicht Ende. Kommt das Thema Fremdhundkontakt, aber das macht er inzwischen auch recht souverän. Also es hat auch eine Weile gedauert. Ne? Aber so ist es. Und da muss man wirklich langsam ran. Und es gibt immer Chancen. Natürlich, jetzt kommt der eine, es gibt auch Hunde, wo es nicht funktioniert. Es gibt einfach Hunde, die sind aggressiv, aus welchen Gründen auch immer. Da funktioniert es nicht. Aber die meisten Fälle sind doch eine Leinenaggression oder eine Aggression gegenüber anderen Hunden. Das Überrüden, in der Junghundphase wurde das vielleicht verstärkt. Und da muss man dran arbeiten und da kann man dran arbeiten. Und man muss es auch wieder, wie ich immer sage, konsequent tun. Ohne Konsequenz geht es nicht. Der Hund muss wissen, was er darf und was er nicht darf. Der muss Hund sein, der muss Auslastung bekommen, der muss geistige, körperliche Auslastung bekommen. Der muss aber auch mal in der Ecke liegen können, ohne dass ihn einer stört, ohne dass er fordert. Na, wedelt ihr wieder in meinem Bild rum? Super macht ihr das. Ja, aber jedenfalls hat das super geklappt und sie bleiben auch dabei, wir bleiben am Ball. Er bleibt auch in der Hundegruppe, es ist Samstag jetzt viel besser geworden, jetzt spielt er mit den anderen Hunden auch Samstag. Wir haben hier einen, der Kolo, den könnt ihr nicht sehen, aber ihr kennt ihn wahrscheinlich auch schon aus anderen Videos. Der Bulli, der French Bulli, der hatte ja auch Probleme, zwar keine Aggressionsprobleme, aber der konnte mit Paul überhaupt nicht. Also wenn die beiden Freilauf hatten, das war wie Hund und Katze, die haben sich gefressen, aber sofort. Und heute geht's immer. Also, super. Ja, schon wieder viel zu lange gequatscht, aber ich denke, das Thema ist interessant. Nochmal, es gibt immer eine Möglichkeit. Es muss nur jede Partei mitziehen wollen. Wenn ein Trainer involviert ist, holt euch einen Trainer dazu, der euch da Tipps gibt. Aber ihr müsst das umsetzen. Ihr müsst arbeiten. Ihr müsst sagen, ich will das auch. Dass der so eine Chance gekriegt hat, wie er bekommen hat. Das ist nicht häufig so. Es sind ganz viele so, die in der Junghundphase schon die Segel streichen und sagen, nee, ich will den Hund nicht mehr, weil die einfach so anstrengend werden. Und Labbis zum Beispiel in der Junghundphase sind super anstrengend. Alles, was Retriever ist, Golden Retriever, Labrador Retriever. In der Junghundphase, oh, auf Pass, ja, kann echt anstrengend werden. Und da gibt es ganz viele Leute, die sagen, nee, ich will den nicht mehr. Also, Ingo und Karin, echt Glückwunsch dazu, dass ihr das so durchgezogen habt. Das habt ihr gut gemacht. Bleibt da weiter dran. Toll, dass ihr dem Hund, dass er Paul so eine Chance gegeben hat. Ich hoffe, er dankt es euch auch. Aber lasst den einfach auch ein bisschen Hund sein. Wotan, willst du? Jetzt wollte Wotan, unser Wotan, Frauchen die Handschuhe klauen. Ja, das ist auch was Neues. Der ist 11,5 und lernt jetzt den Blödsinn von den anderen Hunden, ja, was er vorher nie hatte. Aber auch gut. Ist er jetzt eben bunt. Ja. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt ein Like und schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr ähnliche Probleme habt. Vielleicht kann ich euch da ein paar Tipps zu geben. Oder wir schließen uns mal kurz. Wir machen auch Online-Training. Bis dahin. Tschüss.